Alle Jahre wieder, und zwar immer zum Beginn des Jahres, schwellen unsere Flüsse und Auen, die eine Verbindung zum Meer haben, gewaltig an. Hohes Wasser ist in den Monaten Januar bis März hinein nichts Ungewöhnliches, nur ist zu merken, dass durch den Klimawechsel bedingt die Wassermengen von Jahr zu Jahr mehr werden. In unseren deutschen Flüssen, so wie hier an der Treene in Schleswig-Holstein, endet die Schonzeit für Lachs und Meerforelle am 31.12. und somit ist bei uns der Jahresbeginn auch immer der Start in eine neue Lachs- und Meerforellensaison. Wer meint, dass nur Absteiger beißen der Erd, denn auch zu dieser Zeit ist immer noch mit Aufsteigern und auch mit blanken Fischen um 60 cm zu rechnen. Ein Haken hat die Fischerei im Frühjahr jedoch. Das hohe Wasser macht so manchen einen Strich durch die Rechnung, denn zu großen Teilen sind jetzt die Felder und Wiesen derart überschwemmt, sodass ein Flussbett nicht mehr zu erkennen ist. Wer jetzt keine Ortskenntnisse besitzt und mit der Warthose bewaffnet einen Selbstversuch unternimmt, der riskiert sein Leben, denn ein Fehltritt genügt, um von den Wassermassen erfasst zu werden. Jörg Ovens kennt sein Revier hier an der Treene so gut wie sein Wohnzimmer, denn er fischt hier schon von Kindesbein an. Auch ein so erfahrener Angler wie Jörg sichert sich ab und begeht dieses überschwemmte Revier nur mit einem Rettungsanzug, der sich im Falle eines Sturzes im Wasser automatisch aufpustet und ihm so vor dem Ertrinken rettet. Wir alle kennen Jörgs selbstgedrehte Handyfilme von Facebook und auch ich sah diesen Beitrag von Jörg und wusste, dass wir über diese Art seines Fischens einen Beitrag machen müssen. Es geht der ab. Da war ich schon wieder ein ganzes Stück weiter unten. Und konnte die ersten Minuten hier nicht filmen, weil der war einfach zu stark. Lachs. Ein großer Lachs. Mal wieder kurbeln hier. Einhandfilmerei. Jetzt werde ich ihn landen. Wir sehen uns. Ich mache ein Foto. Bye. Ja, moin, ne? Also die Geschichte hier ist ja so ein bisschen Angeln, ja, ich glaube, das kann man so schon nennen, das ist echt am Limit. Alles nicht ganz ungefährlich, aber dadurch auch ein bisschen Adrenalin in der Kiste. Das Ganze ist natürlich auch Kick, wenn man dann dabei noch einen Fisch fangen kann. Aber die Chance ist auch groß, einen zu fangen. Wir haben warmes Wasser über 5 Grad, das ist im Februar, da ist Fisch aktiv. Wir sind hier in dem Bereich an diesem Fluss, da tauchen dann irgendwann auch die Stinte auf, um hier abzuleichen. Und die ersten werden da sein, aufgrund des der hohen Wassertemperatur. Und mit den Stinten kommen richtige Kanonen von blanken Fischen mit hoch. Passiert dabei natürlich, dass man auch mal einen Absteiger fängt. Das kann man nicht ausschließen. Aber ich denke immer, wenn wir da anfangen, müssen wir alle aufhören zu angeln, weil im Mai sind die Hechte noch dünn und irgendwann sind die Zander zu dick. Wichtig ist, dass wir da ein bisschen Indianer sind und da ordentlich mit umgehen. Und wenn man, das ist so ein Punkt, auch Absteiger können jetzt schon blank sein, weil das Wasser warm ist und sobald die auf dem Weg nach draußen sind, werden die hell, sind die blank. Aber das ist ganz klar zu erkennen, die Fische, die sind schon sehr dünn. Obwohl in diesem Jahr warmes Wasser, die haben gefressen, die sehen echt gut aus, auch die Absteiger. Aber guck da genau hin, wenn die dünn sind im Rücken und wenn die Schuppen fest sind, so ein bisschen violetten Schimmer so auf den Kiemen noch haben, dann sind das Fische, die gehen wieder raus. Die muss man für die Küche auch nicht unbedingt nehmen. Hat wohl jeder mal getan, der auf Meerforellen angelt. Und hat ihn gegessen und gemerkt, das muss man nicht wirklich haben. Ja, ist so, ich messe immer Wassertemperatur
Und richtig spannend wird das, wenn das Wasser über 4 Grad bekommt. Das was, also unter 4 Grad fressen Fische nicht mehr. Die wissen genau, jetzt geht es nur noch um lebenserhaltende Funktionen. Die haben gar nicht mehr die Energie, dann Nahrung umzusetzen. Das heißt, tiefes Wasser, wisst ihr alle, in irgendeinem tiefen See unten immer 4 Grad, im Meer unten am Grund immer 4 Grad. In Flüssen ist es anders. Wasser wird umgewälzt und das Wasser ist dann auch konstant kalt, oben und unten. Wenn aber Hochwasserlage kommt, geht der Wind in die Überflutungsgebiete und das warme Wasser läuft ab. Und dann wird der Fisch aktiv, die werden richtig gallig. So 4 Grad magische Grenze, ab 7 Grad, 8 Grad tauchen dann die Stinte auf. In vielen anderen Gewässern sind es Stichlinge oder Glasaale. Und wenn die reinziehen, kommen blanke Fische mit. Und die ersten blanken Fische, die kommen, die mitkommen, das sind häufig richtig große Fische. Das ist mühsam. Da, ich denke mal, ja, der Schnitt ist alle 3 Jahre im Winter einen großen Blankfisch. Aber dann, ja, dann freut man sich auch wie ein großer. Aber nur deshalb, weil die paar Leute, die draußen sind, da auch ordentlich mit umgehen. Mit der Natur und sagen, das ist ein abgestiegener Fisch, der taugt nichts für die Küche. Und was für die Küche nichts ist, muss man ja nicht nehmen. Und da lege ich so ganz viel Wert drauf, dass man da dann auch hinguckt und fair bleibt. Und dann werden wir alle noch viel mehr Spaß haben und ich glaube, die Fische werden auch mehr. Das ist in den letzten Jahren zu sehen. Nur Dänemark strahlt hier auch aus. In Dänemark wird ganz viel getan für Lachs und Meerforelle. Und davon profitieren alle. Und so ziemlich jede Au, die in Norddeutschland in die Nordsee läuft, ist da ja, heiß. Einfach heiß. Ladies and Gentlemen, hier voll am Limit, extreme Hochwasserlage, meine liebste Angelei, wer sich hier nicht auskennt, der darf hier nicht reingehen. Nicht, dass ihr jetzt meint, alle los jetzt, das ist saugefährlich. Für den Notfall, ich kontrolliere mal vor, ob alles korrekt ist, da ist die Reißleine, da ist die Patrone und das ist schon manchmal ganz gut, wenn man die Weste dabei hat. Und jetzt versuchen wir mal an den Angelplatz zu kommen, weil man fängt ja auch nicht überall Fische, das muss man dann auch noch kennen. Und da toben wir jetzt mal hin. Haben wir jetzt noch einen Kilometer vor uns durch das Gebiet da. Tobi, let's go! Der Fluss ist jetzt hier breit, ja teilweise bis 600-700 Meter würde ich sagen. Hammerströmung auf dem Land, der eigentliche Fluss, den kann man gar nicht mehr sehen. Ja, die Rinne dazwischen ist jetzt breit, 12 Meter, 14 Meter vielleicht. Und da müssen wir jetzt ran. Problem, Stacheldrähte unter Wasser, Weidezaun unter Wasser, Gräben. Aber da tasten wir uns jetzt mal ran und dann werde ich auch mal zusehen, dass ich hier mal meinen Streamer ins Wasser bekomme, weil ich bin voll heiß, denn Bedingungen passen. Und ach, da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Lass uns fischen gehen. Da muss man auch immer einen Fuß am Grund halten, weil ist besser, sonst hebelt einen das weg. Und hier vorn, der Fluss ist jetzt links, kachelt das Wasser hier richtig rein ins Land. Und ja, ein Fuß am Grund beim Wartfischen im Sturm von Vorteil. Musik.
So, ich fische jetzt hier. Einige kennen das ja von euch hier schon so durch die DVDs und so und meine Facebook-Seite. Ich angel hier einen langen Seitenarm mit dem Schwimmer. Ich stehe ja bekanntlich auf Pink. Mädels, guckt euch das an. Ich stehe auf Pink. Ich habe hier auch so ein paar Fliegen mit. Ich habe gar keine andere Farbe dabei, weil geht immer im Winter, im Sommer geht. Habe hier so einen Dreifachwirbel drauf. Das ist ein ziemlich spezieller. Das ist hier noch beweglich und kann jetzt hier ein Blei einhängen. Und da muss man auch ganz fleißig sein, weil man hat schnelles Wasser, langsameres Wasser. Man muss ständig Bleie wechseln. Und der Vorteil ist, dass man über das Blei auch wirklich nach unten kommt. Und stellt euch das einfach so vor, das Blei schleift da über den Grund. Die Fliege läuft rum. Und das finden die Biester natürlich voll spannend. Man hat mit der Fliegenrute jetzt ganz schlechte Chancen. Man kommt einfach nicht runter. Und das ist ähnlich mit dem Spinner, Wobbler. Spinner geht noch. So ein Maps 5, den kriegt man jetzt auch runter. Aber ihr müsst nach unten. Und das geht halt nur über das Blei. Und das muss passen. Und einfach zur anderen Seite rüberwerfen. Rumlaufen lassen. Hört sich total einfach an. Vorteil ist das natürlich, wenn ihr dann noch am Wasser ein bisschen erkennen könnt, das sieht heiß aus, hier sind Verwirbelungen, da ist Wasser ein bisschen ruhiger, da könnte der Fisch drin stehen. Aber das sind Erfahrungswerte, das ist ganz schwer, die jetzt hier vor der Kamera weiterzugeben. Das geht nur, wenn ihr rausfahrt. Auf dem Sofa könnt ihr das also nicht lernen. Der Fluss, der ist da. Nicht da. Wenn ihr jetzt da angeln würdet, da liegen noch ein paar Kuhfladen und so. Man sieht manchmal auch Fische auf dem Überschwemmungsgebiet, da gehen mal Fische rauf. Das sind jetzt aber dann eher Hechte, die schon mal über Leichen nachdenken oder Aalande. Aber da ist der Fluss. Und da gibt es dann auch irgendwo eine Kante. Lange Route. Vorteil, man muss nicht mal ganz dicht ranlaufen. Und Problem sind hier überall Stacheldraht. Geschichten und so, aber da muss man drüber weg, werde ich jetzt auch mal machen, weil die sportlichen Geschichten gehören dazu bei dieser Angelei und hier unter meiner Rutenspitze, da ist es dann auch was tiefer, sollte man nicht hinlaufen. Eine? Ja, hier steht ein Fisch, ich weiß es. Den habe ich extra in Ruhe gelassen, den Biss hatte ich Samstag. Und habe ihm den Köder weggenommen und habe gesagt, ich brauche ich... Heute? Ja. Da kriegt Janne ja immer eine Krise. Ich habe gesagt, nee, da steht er, den lassen wir dann mal. War ein Biss? Das war ein Biss. Und ich habe den Fehler gemacht, Kraut. Und habe nochmal gefühlt. Und war mir sicher, es ist Kraut. Und habe nicht ordentlich angeschlagen. Und das war wie ein Lachs, der nur festgehalten hat. Der Punkt sieht richtig gut aus. Wollen wir mal gucken, ob da was geht, ob wir da rankommen. Weil das ist schon grenzwertig vom Wasserstand her. Die Chance war da,
Aber auch der Abend näherte sich und unsere leicht gefrorenen Lider signalisierten uns, dass wir es noch ein zweites Mal auf Lachs und Meerforelle probieren müssen. Der Abend schenkte uns sogar noch ein wenig Licht und lud ein zu einem Rückspiel hier an der Treene. Eine Woche verging und auch das Wetter änderte sich. Es wurde so richtig frostig, mit einer Außentemperatur von gerade einmal 2 Grad plus. Auch der Wind drehte und drückte das Wasser aus dem Fluss raus. Erkennt ihr diesen Platz wieder? Nein? Ich muss sagen, dass ich diesen Platz auch vor Ort nicht wiedererkannte, aber es war tatsächlich dieser hier. Nur, dass wir an diesem Tag auf der gegenüberliegenden Seite des Ufers standen. Heute hatte es bereits bei Jörg in der Route geruckt, nur ich kam leider zu spät, um den Drill für euch zu dokumentieren. So, dieser Platz hier, an dem haben wir letzte Woche geangelt, das erkennt ihr hier gar nicht wieder, weil das Wasser ist jetzt doch irgendwie 1,5 Meter gefallen. Und Tobi hat in Hamburg heute ein bisschen Schneeprobleme, der kam da nicht so wirklich weg. Und ich habe schon mal angefangen zu angeln, habe natürlich leider, so wie es dann ist, einen Fisch gefangen. So eine kleine Meerforellendame, ein Absteiger, ich weiß, nicht der Zielfisch, aber war ein Fisch. Und habe mal wieder so Einhandfilmerei gemacht. Vielleicht bekommt Tobi daraus ja dann was geschnitten, damit das hier auch ein bisschen spannend wird. Aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Wetter ist geil. Hamburg hat Schneechaos. Wir haben Frühling, obwohl für Frühling ist es ganz schön kalt vor den Männern. Und jetzt angeln wir mal ein bisschen. Wir haben noch eine Dame. Jetzt werde ich sie hier mal landen. Hier hat das Wasser gestanden, da hinten ist der River. Und hier sind ja mal viele Kanu-Menschen unterwegs. Also Leute, wenn ihr den Schuh ja vermisst, hier liegt nur einer, sonst hätte ich mir das noch mal gar keine schlechte Marke. Einen nehme ich nicht mit. Also ihr könnt euch bei mir melden, ich erzähle euch dann, wo der rumliegt. So, hier ist so ein attraktiver Platz, eine richtig schöne langgezogene Kurve. Da läuft die Strömung so ganz moderat durch, gibt eine klare Strömungskante. An der Kante zu dem blanken Wasser, da steht der Fisch. Die anderen Würfe, die braucht man gar nicht tun. Kurze Kurven, ganz schnelle Kurven, die taugen überhaupt nichts. Die braucht man gar nicht angeln, das ist reine Zeitverbrennung. Angelt lieber langgezogene Kurven, Kurveneingang, Kurvenausgang, das ist viel besser. Angeln ist ja Konzentrationsstufe, ne? Ihr seht, wie ich hier vertieft stehe. Trick, wenn die Fliege rumläuft, ich habe immer ein bisschen Schnur in der Hand und ich habe die Baitcaster offen. Wenn der Biss kommt, lasse ich los, dann schlage ich an. Wenn der Fisch drauf ist, lasse ich sofort rutschen, damit der Fisch gar nicht an die Oberfläche kommt. Kann man super gut kontrollieren, wird man mit der stationären Rolle nicht hinbekommen. Das heißt nochmal Anschlag, rutschen lassen, der Fisch stellt sich hin, sonst bekommt er so viel Stromdruck, dass er an der Oberfläche anfängt zu schlagen und dabei gehen häufig Fische verloren. Geht viel besser. Und mit der Baitcaster, ne, kann jeder werfen. Man denkt ja immer, oh Baitcaster, ich konnte das mal auch nicht. Man muss ja einfach ein paar Mal mit werfen und die modernen Rollen mache ich hier mal auf Werbung, weil die Rolle ist aber geil, die Quantum. Kann man super gut einstellen, das gibt gar keinen Tüdel mehr. Das hat nichts mit den alten Multirollen zu tun. Versucht das mal. Mit
so geht's weiter, ne? Und wir müssen weitermachen, weil so ganz Erfolg war, wir waren draußen. Wetter ist heute voll geil. Tobi hat da, glaube ich, eben mal drauf gehalten. Hier hört man nichts, es ist nur leise. Und wir haben gekämpft, Wasser kalt. Wasser kriegt die Schuld, weil ich habe nie die Schuld, wenn ich nichts fange. Wasser, die Schuld war zu kalt. Und wir haben alles gegeben. Ein Fisch kam ja. Mal sehen, ob Tobi mit dem Material was anfangen kann. Und wir werden bestimmt noch das eine oder andere mehr ausfressen. Wir sind hier schon wieder am Fachsimpeln. Wir haben gerade eben so auf 100 Meter laufen, haben wir schon 80 Fische gefangen. Wollen wir sehen, ob wir euch irgendwann dann mal einen davon zeigen können. Bis dann. Ciao. Das war auch nett. Ja, war gut, ne? Ja. Spontan, aber so ist es ja. So ist es. Alles wieder gefroren, ne? Ja. Naja, am Wochenende wird es warm.